Ja, hallo liebes S-Endsport oder liebe S-Endsport-Zuschauer, wir sind heute hier in der Gartenweg-Arena von Pampo zum Spitzenspiel zwischen MSV Pampo und TSV Bützow, glaube ich, heißen sie. Jawohl, so ist es. Ronny, Trainer, Herr Stahmer, Spitzenspiel. Erster gegen Zweiter, seit anderthalb Jahren hier ungeschlagen. Was habt ihr euch persönlich so vorgenommen? Hallo, ja, Schraller, erstmal. Ja, das sind die Spiele, auf die wir uns gefreut haben, sag ich mal. Ne? Dass wir so viele Punkte haben, hätten wir vielleicht auch nicht unbedingt erwartet, sag ich mal. Aber ist natürlich für uns ja auch gut und wichtig. Heute ein Aufsteiger hier zu Gast, der überraschend gut in die Saison gekommen ist, muss man eindeutig sagen, wie sie das Spiel auch absolvieren. Mit Bravour, ja, das Greifswald-Spiel, denke, wo sie 0-2 hingelegen haben, 2-2 gespielt haben. Also, ihr wartet schon einiges, aber wir sind hier zu Hause und auch ungeschlagen und das wollen wir auch definitiv bleiben. Was glaubst du? Ich meine, ich habe sie auch mal gesehen, gerade im Pokalspiel gegen Neumühle. Also, mich haben sie echt überzeugt. Ich glaube, das sind sogar Brasilianer, der Linksverteidiger und der Sechser. Wie glaubst du, sie heute irgendwie knacken zu können oder auf was müsstest du achten? Ja, ich sag mal, sie haben natürlich eine super Offensive mit 34 geschossenen Toren, aber sie haben eben auch 14 Gegentore gekriegt. Ne? Das ist ja so ein bisschen unser Prunkstück, sag ich mal, dass wir hinten mit 4 Gegentoren, sag ich mal, der absolute Ligaspitze sind. Haben natürlich auch im Offensivbereich so ein bisschen unsere Probleme und da ist also der Ansatzpunkt. Chancen sind sicherlich genug da, nur wie wir teilweise damit umgehen. Und das ist so der Punkt, dass wir gerade im Umschaltspiel natürlich unkompliziert und schnell arbeiten müssen und die Möglichkeiten, die sich für uns bieten, die müssen wir einfach reinhauen. Sehe ich auch, hätte ich als nächste Frage gestellt, wenn ist es auch augenscheinlich Sebastian Drees mit 5 Toren und Matthias Reisketten mit 4 Toren sind die Torschützenkönige, also da hapert es ein bisschen. Ja, das ist eben unser Problem, sag ich mal, dass wir da noch nicht so weit sind wie vielleicht im letzten Jahr, gerade auch über unsere Außenposition zu harmlos. Vorne Dima ist auch noch nicht so angekommen, dass man sagt, das, was wir uns von erwartet haben. Ja, aber unser Plus ist natürlich auch gerade über Standardsituationen zu kommen, weil wir da natürlich zwei bärenstarke Leute haben. Wenn ich die Frage ganz einfach, wärst du mit dem Unentschieden, mit dem 3-3, wie ich getippt habe, zufrieden? Nein, wir wollen gewinnen hier zu Hause. Okay, das habe ich mir so gedacht, deswegen, ich weiß, du musst die Mannschaft in diesem Sinne gut spielen und vor allem erfolgreich. Alles klar, Schralle, vielen Dank. Danke. Ja, ich glaube, du bist vollends erstmal zufrieden mit den. Ja, definitiv. Also die Truppe arbeitet sehr, sehr gut. Kann ich mir nicht beklagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir versuchen viel, viel umzusetzen. Haben in den Spielen gerade gegen oberstehende Mannschaften ganz gut ausgesehen. Haben gepunktet bzw. gewonnen und sind eben auch in der Lage, gegen vermeintlich leichtere Gegner das Spiel zu machen und Tore zu machen. Und das zeichnet uns zurzeit relativ gut aus. Ja, ich muss auch so sagen, ihr habt nächste Woche zwar sicherlich noch mal so ein Prestige-Duell gegen Güstrow, aber das ist erstmal heute. Wie soll das eigentlich so weitergehen? Also habt ihr euch schon mal damit angefreundet, jetzt eventuell so mit Greifswald, jetzt vielleicht, wenn ihr Pampo heute knacken könntet, den Weg erstmal so nach oben zu gehen und so? Nee, will und muss ich auch nicht. Ich sehe jedes Spiel und jedes Spiel soll für uns Spaß machen und wir wollen es versuchen, Schritt zu Schritt weiterzuentwickeln und das ist auch das Einzige, was mich interessiert. Wenn wir was anderes machen, keine Gedanken. Okay, dann sagen wir mal ganz einfach, seit anderthalb Jahren sind die Pampo hier ungeschlagen, hier in der Gartenweg-Arena. Die Piraten. Was habt ihr euch, weil wir sind nicht live, jetzt kannst du es noch sagen. Wie glaubst du, dass sie jetzt noch knacken zu können oder wie wollt ihr das mit welchen Mitteln? Weil ich weiß ja so, ich habe euch gesehen. Ja, ich werde mir dann in die Karten gucken lassen. Ne? Wir werden unser Spiel machen, wie auch immer und werden versuchen, hier was Zählbares mitzunehmen. Sicherlich wäre kein Trainer, wenn ich sagen möchte, ich möchte hier gewinnen und das ist für mich auch das Entscheidende und das will die neuen Jungs ja auch und wir werden gucken, wie wir das umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben, ob wir das schaffen. Und dann sehe ich sehr, sehr positiv auch, dass wir was mitnehmen können. Okay, ich weiß, ich muss auch zur Mannschaft, aber eine allerletzte Frage noch. Ich persönlich habe in meiner Vorschau, die es hier in der Schweriner Umgebung geht, getippt auf ein 3-3. Wärst du damit zufrieden? Ich habe auch die Frage Herrn Stahmer gestellt. Sie hat gesagt, nein. Dann hätten wir schon mal 3 eingeschenkt. Das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Dann hätte ich mich geärgert mit 3 Tore, die wir kriegen. Also, für mich zählt, dass wir was mitnehmen wollen und in welcher Konstellation auch immer, das wird sich dann zeigen. Okay, ein schönes, geiles Spiel und ich hoffe mit 4 Toren. Alles klar. Okay, danke. Danke nochmal. Ja, liebe SN-Sport-Zuschauer, wir sind jetzt fast vor dem Anpfiff. Das Maskottchen ist vor meiner Nase hier. Ja, wir sind heute Abend wieder mal in der Gartenweg-Arena
Ja, und wieder mal können wir auch sagen, es ist ein Spitzenspiel, und zwar der Gast, der Aufsteiger, TSV Bützow, um Trainer Helge Marquardt, den wir gerade sprechen hören, sehen haben dürfen. Ja, ist heute zu Gast hier bei den Piraten. Ja, Erster gegen Zweiter, auch wenn die Greifswalder, die als Dritter hier noch zwei Spiele weniger haben, aber ich verspreche Ihnen auf jeden Fall spannende 90 bis 93, 94 Minuten hier in dieser Gartenwegarena. Ja, und im Augenblick bin ich noch ganz zufrieden mit den Sichtverhältnissen. Ich hoffe, dass der Nebel nicht zu oder stärker wird. Ja, ich werde ganz einfach mal so die Aufstellung durchgeben. Fangen wir natürlich mit den Gästen an, mit dem starken Aufsteiger, der auch, ich sage es ganz einfach, verdient im Augenblick da oben steht. Und wir haben schon gesagt, der Trainer Helge Marquardt. Wir fangen mal an mit den Spielern im Tor. Mit der Nummer 1 André Krüger. Mit der Nummer 2 Oliveira de Oliveira. Mit der Nummer 4 Philipp Schönbrunn. Mit der Nummer 7 Hannes Hojenski. Mit der Nummer 9 Felix Engert. Mit der Nummer 10 Paul Puskeiler. Mit der Nummer 11 Mike Wiesmann. Mit der Nummer 13 Pires Carvalho. Mit der Nummer 23 Danny Cope. Mit der Nummer 27 Toni Lübke, auch Kapitän dieser Mannschaft. Mit der Nummer 31 Sebastian Schönwold. Ja, und als auf der Ersatzbank nehmen Platz mit der Nummer 22 als Ersatztorhüter Paul Junge, mit der Nummer 6 Tommy Bladek, mit der Nummer 14 Robert Grabowski, mit der Nummer 20 Marcel Papenhagen. Ja, gehen wir mal weiter zur Aufstellung. Ja, auch mittlerweile fängt auch gerade der Anschluss an, aber ich werde Ihnen natürlich die Aufstellung durchgeben, da der Ball auch ins Ausgeht. Mit der Nummer 28 im Tor Ronny Losereit, mit der Nummer 2 Christoph Wegner, mit der Nummer 6 Matthias Reis, der Kapitän, mit der Nummer 8 Christoph Hasselmann, mit der Nummer 9 Peter Waag, mit der Nummer 13 Dimitri Pülitschuk, mit der Nummer 17 Kevin Lokes, mit der Nummer 22 Sebastian Dreves, mit der Nummer 23 Alan Dudiev, mit der Nummer 33 Oleg Tschetschenko, ich schaue mal mittlerweile aufs Spiel, mit der Nummer 37 ist Enrico Greve in der Startelf. Ja, und kommen wir dann noch zur Bank. Wir schauen aber erstmal, ob was anbrennt, und ja, der Nebel wird doch etwas dichter, aber wir hoffen mal, dass wir das hier einigermaßen über die Bühne bekommen. Ja, mit der Nummer 12 als Ersatztorhüter Christian Maske, mit der Nummer 7 Patrick Bahl, mit der Nummer 16 Dimitris Medekis, mit der Nummer 20 Toni Holland, mit der Nummer 21 Julian Höhn, mit der Nummer 27 Marc-Oliver Köller und mit der Nummer 30 Ronny Rieling. Schiedsrichter dieser Partie ist Florian Strübing. Ja, Röbel Müritz, und die Assistenten an der Linie sind Jan Scheller und Thomas Gindler. Ja, und ich hatte es ja auch, wenn wir heute wieder mal ein bisschen in Eile waren hier vor dem Spiel, beide Trainer natürlich erfolgsbesessen, und das hat man auch gemerkt, beide wollen hier richtig was mitnehmen bzw. reißen, und selbst wir vom SN-Sportteam sind heute mal gespannt, wie es hier zur Sache gehen wird. Ganz klar ist es die Pampoer, die Gastgeber, mit nur 4 Gegentoren, haben sie natürlich eine Duftmarke gesetzt, aber wir haben auch Trainer Ronny Stamer gehört, der eindrucksvoll bzw. klar machte, dass sie offensichtlich natürlich ein bisschen ihre Schwierigkeiten haben, gar keine Frage, so wie Sebastian Dreves und Matthias Reis mit 5 und 4 Treffern hier die Torschützenliste anführen. Ja, und nochmal zu den Bützowern, die natürlich, klar, 14 Gegentreffer, aber als Aufsteiger so reinzukommen in diese Liga, ungeschlagen, was die Pampoer natürlich auch sind. Also ich persönlich erwarte hier wirklich ein schönes und, wie ich es auch in der Vorschau sagte, ein knackiges und torreiches Spiel. So, und dann werden wir mal gucken jetzt hier mit der silbernen oder goldenen Nummer jetzt hier Kevin Lokes beim Einwurf. Wir schauen mal, ob wir das mal irgendwie hinkriegen mit der Aufstellung, wie sie hier zu Werke gehen, wenn ich dazu sehe. Ja, eine klare Spitze. Ja, schauen wir mal, die Pizzoi. Und ich kann Ihnen versprechen, hier, wenn Sie auf die Nummer 13 oder eben auch auf die Nummer 2, Oliveira und Pires, das sind richtig tolle Fußballer. Und ja, wir schauen mal ganz einfach, wie jetzt die Anfangsphase, was ja in der Regel immer was mit Abtasten zu tun hat. Aber man sieht schon,
Die Bezuger wollen sich auf jeden Fall hier nicht verstecken und jetzt sieht man aber auch gleich ein bisschen rutschig, logischerweise der Platz, aber im Augenblick eben noch keine Minustemperaturen. Vom optischen her, ich war auch auf dem Platz, also das ist in Ordnung. Spricht alles dafür, dass hier es wirklich zur Sache gehen kann. Aber jetzt haben wir erstmal Einwurf für den MSV Pampo, die in den grünen Trikots von links nach rechts spielen, in den orangen Trikots. Die Bezur, der Aufsteiger. Und weiter geht es mit Einwurf Kevin Lowes. Ja, und ich muss mal gucken auf den Zuschauern, aber das ist jetzt auch ein bisschen schwer einzuschätzen, weil nicht drüben, ja, drüben ist auch auf jeden Fall eine Reihe gefüllt, also, na, wir lassen uns mal überraschen nachher, wenn die offizielle Durchsage kommt. So, die Bezauber jetzt erstmal im Versuch hier, ah, und da... Verzeihen Sie mir denn auch so ein bisschen, wenn die Nummern, ich sehe das immer nicht so, aber Ballgewinn jetzt auf jeden Fall für Pampo, aber keine Gefahr für die TSV Pitzow. Somit die nächste oder der nächste Angriff für TSV Pitzow. Ein schöner Pass und da ist der gefährliche Mann, was ich schon sagte, mit der Nummer 13, Pires Carvalho. Ich vergleiche ihn ganz einfach mal so mit dem kleinen C. Roberto vom FC Bayern. Jedenfalls von der Statur und so, wirklich ein guter Fußballer, macht Spaß hinzuschauen, aber weiter geht es. Dudjev mit einem gestreckten Bein, aber Schiri lässt weiterlaufen. Aber die Pampa auch sehr wachsam, gar keine Frage. Ja, wir haben es ja schon angesprochen, die Pampa hier anderthalb Jahre, knappe anderthalb Jahre hier ungeschlagen in der Gartenweg Arena. Ja, aber auch die Serie der Bützower. Und ich werde es bestimmt nochmal wiederholen. Kann sich sehen lassen. In diesem Jahr, Kalenderjahr 2016, eine unglückliche Niederlage im Aufstiegsjahr gegen Gneuen, wo sie 3-2 verloren haben. Also das ist, und da steckt schon Substanz drin in dieser Truppe. Auch wenn sie jetzt ein bisschen Standschwierigkeiten haben, aber das sollte keine Schwierigkeiten sein. Für Loserheit im Tor, somit Abstoß für den MSV Pampo. Ja, Sebastian Drees zusammen mit Kapitän Matthias Reis. Was für ein Einkauf von den Pampoern. Und oh, und aus einer undurchsichtigen Situation, aber Abseitsposition von Peter Wag. Peter Wag, der heute wieder den Vorzug bekommen hat. Also, ja, er ist ein Foulspieler, jawohl. Und Schiri Florian Strübing, souverän pfeift Freistoß für den MSV Pampo. Ja, und haben Sie gesehen, da ist der Pires Carvalho am Ball. Pass ein bisschen verunglückt. Lokes kann klären. Dudjev fährt halt den Ball und Matthias Reis versucht den Ball in die Spitze zu spielen, aber Pampo bleibt im Ballbesitz. Und wir müssen genau hinschauen und da ist die erste knifflige Situation für die Bezuger Abwehr. Und da ist der erste Eckball, jawohl, da ist der erste Eckball und nochmal, die Pampoer bestechen in dieser Hinserie auf jeden Fall durch ihre Standards, wo sie die meisten Tore geschossen haben. Ja, und da sind sie auch gleich nach vorne, Matthias Reis und Sebastian Drees. Ja, und wir schauen mal, gut, ich kann das jetzt gerade nicht sehen, wer sie ausführt, aber ist auch egal, wir schauen mal, wie die Ecke kommt. Die Variante geht auf die kurzen Pfosten, aber die Pützower passen auf. Noch ist der
Ball heiß, wird auf den zweiten Pfosten und da ist die Möglichkeit und der Ball hat er nicht, oder den hat er nicht ganz getroffen, somit Abschluss und Ballbesitz für Bützow. So, wieder Pires, Cavallio. Und jetzt hier mit der Nummer 10, auch nicht zu verachten, logischerweise Paul Puskaller. Auch schon einige Tore vorbereitet. Und dieser Ball ist im Aus. Und somit Einwurf für den TSV Bützow. Puskaller. Handspiel auch gesehen von Schiri Strübing. Und mit der Nummer 27 hier, Toni Lübke. 8 Tore schon in dieser Saison geschossen, der Kapitän und Ballverteiler auf Bezuger Seite. Ja, und der zweite Torschütze auf Bezuger Seite, das ist Felix Engert, der ebenfalls 8 Tore geschossen hat mit der Nummer 9. Und weiter geht es mit Toni Lübke. Und das werden Sie auch sehen im Spiel öfters, so wie jetzt am Ball, der Ballverteiler, der sich die Bälle von hinten holt und wieder Pires Carvalho. Holt dann den Einwurf heraus. So, wieder Puskaller. Mit einem falschen Einwurf oder verunglückten Einwurf und somit Einwurf durch Kevin Lopes für Pampo. Laufen an, also nochmal, sie verstecken sie keinesfalls und das ist auch nicht die Philosophie von Trainer Helge Marquardt. Und weiter geht es jetzt erstmal auf Pampoer Seite, die jetzt über rechts kommen. Hasselmann spielt auf Lokes flach auf Dudiev, verliert aber den Ball. Hasselmann spielt auch zurück und jetzt vielleicht die Möglichkeit, wenn sie schnell spielen, jetzt über außen, aber er kriegt den Ball nicht mit. So, weiter geht es mit Aufbauspiel von Bützow. Wieder Pires Cavallo schön durchgespielt. Puskaller auf der linken Seite. Spiel scharf rein, das ist eine gute Situation. Und gefährlich für die Pampoer. Wachsam, aber Ronny Losereit. Oh, da hat man gesehen, welche Qualität diese Mannschaft hat. Und jetzt geht es erstmal weiter mit den MSV Pampo. Wo Lokes seinen Freistoß bekommt nach einem Foulspiel von Felix Engert. Ja, geht auf jeden Fall munter zur Sache. Und jetzt im Ball Sebastian Dries, der auf seinen Kapitän spielt, Matthias Reis. Ja, ich glaube, das war Sinnbild auf der anderen Seite, aber es ist nochmal schwer zu erkennen für mich. Thank you.
ein paar Unstimmigkeiten jetzt. Ballbesitz für Pampo. Weiter geht es über Lokes hier auf der rechten Seite. Aber ein Fehlpass. Oh, Pires Carvalho immer für eine Einlage gut. Aber Pampo bekommt den Einwurf. Sebastian Dries fordert den Ball. Der, und das wissen die Insider natürlich, vor der Saison vom FC Mecklenburg an seine alte Wirkungsstätte zurückgekommen ist. Oh, und der sich anscheinend pudelwohl fühlt. So, jetzt mal wieder die Pampoer mit dem Versuch, aber auch dieser Ball wird abgeblockt von Carvalho, aber ja, das ist ein Foulspiel von Herr Wegner an Carvalho, da hat sich anscheinend etwas wehgetan, sieht aus wie nach einem Pferdekuss und sicherlich eine kleine Ermahnung von Schiri Strübing an Wegner, aber es geht auch weiter mit Freistoß für TSV Pizzo. Ja, der führt aus mit der Nummer 23, Danny Cope. Bringt ihn auf den 11-Meter-Punkt, aber das sollte lohnen. Ronny Loserreiz im Griff haben, jawohl, hat er auch. Und der versucht mit einem schnellen Abschlag die Spitzen in Szene zu setzen, aber noch stehen die Bezoer Wassern. Ja, eine lautstarke Anweisung auch von Christoph Wegner, den Sechser, den Mittelfeldmotor von MSV Pampo, der Mann mit der Nummer 2. Und weiter geht es mit, oder auf der linken Seite mit dem MSV Pampo. Können Sie sich da durchdenken, jedenfalls die Flanke kommt und nochmal bei den Bodenverhältnissen natürlich hier an den heutigen Abend. Da kann immer einiges passieren, aber er pfeift einen Freistoß für den TSV Pizzow. Somit neutralisiert sich das und Freistoß Pizzow. Ja, Herr Pape ist auch da. Wir begrüßen ihn. Ja. Ja, machen wir nachher. Stecke ich rein. So, weiter geht es mit den MSV Pampo. Ah, Ronny Losreit schlägt den Ball nach vorne. Ja, und jetzt nach knapp 15 Minuten kann man schon so sehen, oder fast 20 Minuten, also auf jeden Fall die erste Hälfte dieser ersten Halbzeit ist es natürlich im Mittelfeld. Und wir werden mal schauen, wer dort langsam dann auch die Oberhand bekommt. Im Augenblick ein sehr verteiltes Spiel, wie gesagt, viel im Mittelfeld oder Mittelfeldgeplänkel. Und ich sag mal, eine gute Aktion sicherlich von den Pizzoern, wo Ronny Losereit Wassern war. Aber es bleibt beim 0:0 hier in der Gartenbeck Arena von Pampo. Und Pampo im Angriff. Versuchen mit einer Eingabe, aber sie bekommen den Einwurf, jawohl.
So, jetzt setzt sie sich mal ein bisschen fest, die Pampoa. Dudjev spielt nach außen. Jetzt wird aber zurückgespielt und gleich, jawohl, und sie kommen mit drei Mann, versuchen zu pressen. Und so mit Einwurf für Pizzo, wieder Puskaler auf Carvalho. Ah, ein bisschen verunglückt, somit keine Gefahr. Und es bleibt beim 0:0. Und Abschluss für Ronny Losereit. So, jetzt wieder die Pampoa. Mit Dudjev kriegt Lux den Ball. Nein, erstmal Einwurf. Durch Kevin Lux. Naja, und das war auch vor dem Spiel klar. Helfen wird auf jeden Fall hier. Wenn irgendeine Mannschaft hier ein Tor schießt, dass sich hier die Fesseln lösen hier. Und jetzt hat die Pampo natürlich die Chance, kommt er auf die Grundlinie, nein, aber gutes Abwehrverhalten der Pizzoer. Wegner stört früh. Enrico Greve ebenfalls. Oh, Strübinger warnt nochmal Greve hier, den Ball einfach liegen zu lassen. Oh, das gehört alles dazu und weiter geht es. Früh stört wieder von Greve. Und jetzt Peter Wag. Mit Dudjev im Zusammenspiel und jetzt könnte es schnell gehen, wenn es schnell geht. Jawohl, und wir schauen mal, ich kann die Rücknummer nicht genau sehen, aber abgeblockt. Aber nochmal auch gutes Umkehrspiel, der Pizzoer. Das war aber eine Möglichkeit und das könnte die Waffe sein, jetzt nach Ballverlust dann mal schnell nach vorne. Aber zumindest der nächste Eckball für den MSV Pampo. Eine gute Möglichkeit für die Pampoa. Schnell ausgeführt, die Ecke. Ah, vielleicht bleiben jetzt mal die Pampoa wirklich. Oder setzen sich mal fest jetzt in der Hälfte der Pizzoer. Und da ist der nächste Eckball für den MSV Pampoa. Natürlich, Dreves vorne, auch wieder auf die kurzen Pfosten, aber da sind sie wachsam. Pampo bleibt im Ballbesitz, kommt wieder die Eingabe auf die zweiten Pfosten und ich glaube, das war sogar wieder Sebastian Dreves. Aber noch ist der Ball heiß, noch ist er im Strafraum, aber jetzt scheinen die Pizzoer die Lage im Griff zu haben und versuchen mit einem Tempovorstoß jetzt und wieder Engels. Aber auch dieser Ball geht weg, es bleibt beim 0:0 und Ballbesitz für den MSV Pampo. Ja, zumindest können wir jetzt mal sagen, die Pampo haben jetzt ein bisschen die Initiative übernommen. Auch wenn natürlich der ganz große Kracher oder die ganz große Torschance auf beiden Seiten noch nicht vollzogen worden ist. Aber wir schauen mal. Es scheint mit dem Ball ein bisschen Probleme zu geben. Sebastian Dreves sagt, er ist platt.
Schiri Strübing kontrolliert und sagt, jawohl, der Ball wird gewechselt und schauen wir mal, ob die Aktion jetzt zunehmen mit einem neuen Ball. Und weiter geht es mit Matthias Reis und Sebastian Drees. Dudjev kann den Ball behaupten. Aber der Ball geht ins Leere. Wieder Cavaglio am Ball. Viel am Ball, muss ich sagen. In der ersten Hälfte der ersten Halbzeit war der ja und jetzt vielleicht für Pizzo auf der rechten Seite. Ich glaube, es ist Söhnbold. Aber auch der Ball oder den Ball gewinnen die Pampoer. Aber auch wieder verloren und Cavaglio am Ball. Könnte Puskaler anspielen, macht er auch. Puskaler mit der Eingabe auf den Langpfosten, aber da steht keiner. Ja, noch ist der Ball heiß, könnte gefährlich werden. Pizzo vor dem Strafraum der Pampoa, immer noch am Ball. Oh, da steht er blank und kommt er zum Abschluss. Nein, gut gerettet von Peter Wag, der zurückgehalten ist und klären konnte. Somit in Anführungsstrichen nur ein Wurf für den TSV Pizzo. Cavaglio am Ball. Cavaglio gegen Enrico Greve. Da sehen Sie mal, technisch stark. Ja, gibt Freistoß. Aber sonst wäre wohl auch Vorteil gewesen in diese. Ja, Peter Wag eckt ein bisschen an mit den Spielern. Aber ich bleibe dabei, wenn der Ball weitergegangen wäre, wäre es vielleicht gefährlicher geworden. Somit erstmal Freistoß für Pizzo. Freistoß. Mit Puskaler. Schauen wir, ob er als Linksbeiner den schlagen wird oder der zweite Mann hier am Ball. Wir schauen mal. Jedenfalls Freistoß für Pizzo und ausgeführt von Puskaler auf den Elfmeterpunkt. Gefährlich, aber Loserheit ist zur Stelle mit einer schönen Faustabwehr somit. Erstmal die Gefahr gebannt. Jetzt wieder auf der rechten Seite die Pizzoer. Aber geklärt, aber Einwurf für Pizzo. Ah, letzter Lauf hin, somit Ballbesitz jetzt für Pampo. Aber man sieht, sie pressen, sie sind sehr giftig, die Pizzoer. Na klar. Nicht umsonst sind sie Tabellenführer, sie haben ihre Qualitäten, aber jetzt vielleicht mal mit einem schnellen. Aber zu leicht den Ball verloren war es Peter Wag, jawohl, es war Peter Wag. Ja, Schiri pfeift nicht, er hat kein Foulspiel gesehen vom Mann mit der Nummer 11 und das ist Mike Wiesmann auf Pizzoer Seite und somit. Einwurf für Pizzo. Ja, Cavaglio nach wie vor am meisten am Ball auf Pizzoer Seite. Ah, da pfeift er jetzt, jawohl, nach dem Foulspiel von Wiesmann. Freistoß für Pampo. Chiri, kontrollier das! Mensch! So, weiter geht's mit Kevin Lokes und Sebastian Drees.
Und wieder Carvalho, wer sonst? Der Mann mit der Nummer 13. Versucht den Seitenwechsel, aber klappt nicht. Ich nehme hier Foulspiel an Oliveira oder De Oliveira, egal, Freistoß Pizzo. So, hoch eingebracht in die Strafraumgrenze. So mit dem Versuch eines Fernschusses nochmal der Nachschuss, aber auch diese verpufft bzw. geht ins Aus, somit Abstoß für Pampo durch Ronny Losereit. Ja, wie gesagt, nochmal, beide Mannschaften im Augenblick neutralisieren sich auf jeden Fall weiterhin ein Spiel. Gerade im Mittelfeld heiß umkämpft, die Zweikämpfe. Keiner kann sich irgendwie entscheidend durchsetzen. Aber ich verspreche Ihnen, es geht noch zur Sache hier. Weiter geht es mit Pampo, mit Sebastian Drees auf Matthias Reis. Und jetzt vielleicht mal die Möglichkeit, jawohl, an der Strafraumgrenze, wenn er ihn durchsteckt, er kommt er zum Schuss, nein, er wird geblockt. Gute Möglichkeit, hätte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen können. Seite! Oh. Allah, beweg dich! Bewege ihn bloß in die andere Richtung. So, schauen wir mal, was es da gibt. Ich hoffe, dass der Nebel so bleibt und es nicht schlimmer wird. Noch geht es auf jeden Fall. Hier in der Gartenweg Arena von Pampo. Und ich wage noch keine Vermutung zu machen auf die Zuschauerzahl, wann ich das drüben nicht so richtig erkennen kann. Aber es sind auf jeden Fall über 500. Da lege ich mich fest. Hier bei diesem Spitzenspiel. Und Pampo jetzt erstmal wieder im Ballbesitz, verliert den Ball und das darf natürlich nicht passieren. Da sind sie blitzschnell und da sieht man, Carvalho ist schon im Strafraum. Schöne Einzelleistung. Ist das Höhnwold? Ist noch am Ball, aber er wird geblockt und da ist der Eckball für TSV Bitzo. Der zweite in dieser ersten Halbzeit. Ja, da müssen sie natürlich aufpassen. Im Umkehrspiel. Wiener hinten, blitzgefährlich, die Pizzoer. Und schauen wir mal, welche Variante sie drauf haben, auch auf den kurzen Posten, aber wieder wachsam, Ronny Losereit, wie immer eine Bank. Und da ist die Konterchance, eine Situation 1 gegen 2, kann er sich durchsetzen, wird gefoult. Er wird gefoult, aber er pfeift nicht, er sieht das als normalen Zweikampf an, jawohl. Ich habe jedenfalls keinen Pfiff gehört, er steht doch, er muss gepfiffen haben. Bleibt es bei einer Ermahnung oder zieht er die gelbe Karte? Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Nochmal. Auf jeden Fall einer der Innenverteidiger, jawohl. Und es scheint, jawohl, er hat auch die gelbe Karte gezogen, aber na gut, erstmal egal, Freistoß, Höhe Mittellinie für den MSV Pampo. Durch Matthias Reis. Den Kapitän der Piraten. Und ich kann mich und werde mich gerne wiederholen, die seit anderthalb Jahren hier ungeschlagen sind. Bringt den in den Strafraum, aber den zweiten Ball bekommen nicht die Pampoer. Jetzt die Bützower. Aber es sind eigentlich genug anwesende Grüne dabei. Und auch, man sieht es, keine Gefahr somit. Ronny Loserheit kann den Ball aufnehmen. Spielt zu Sebastian Drees. Und wer hat die zündende Idee oder andersrum, wer macht hier den ersten kapitalen Bock hier? Nochmal, beide neutralisieren sich. Noch keine großartigen Höhepunkte in dieser Partie. Und wieder Christoph Wegner am Ball. Spiel zu Lux. Lux mit einem Pass in die Spitze auf Peter Wag. Peter Wag im Zweikampf kann er sich da durchsetzen, wühlt sich, aber
Weiterhin wachsam, liebe Zuhörer. Ja, und jetzt auf der Linksaußenposition, da ist er durch. Kriegt er die Grundlinie, aber der Pass kommt nicht ganz an, somit wieder keine Gefahr, beziehungsweise kann geklärt werden durch die Bezoer. Es bleibt beim 0:0. Kleine Unterbrechung. Jetzt gibt der Schiri den Ball frei. Und da kommt der Einwurf. Aber es müsste Tschetschenko sein auf der linken Seite, jawohl. Verliert aber den Ball. So, die Bützow wieder mit dem Versuch. Diagonal, aber Pampo, pass auf, also das gleiche Spielchen nach wie vor. So, ist wieder Ballbesitz für Bizzo. Beim Stand von 0:0. Gehabt. Das Spielchen hier im Mittelfeld, die Zweikämpfe. Und wir schauen mal, wer am meisten sich verschleißen wird. Aber erstmal Dudjev mit dem Versuch eines Passes, aber der Pass kommt nicht an. Die Idee war da und ja, es ist auf jeden Fall, wenn ich das richtig sehe, ein Einwurf. Ja. Schwer zu sehen, oder ist es sogar ein Eckball? Jawohl, ein Eckball für den MSV Pampow. Schauen wir genau hin. Es kann jetzt der Schiri Strübing ermahnt. Ja, jetzt gibt er den Ball frei. Wie gesagt, es ist... Doch, Einwurf, ein weiter Einwurf wieder von Wegner. Natürlich, und da ist es. Nein, da ist es nicht. Auf der oder kurz vor der Linie gerettet. Nach diesem schönen Einwurf wiederum von Wegner. Und das ist ja bekannt in der Liga, wie weit er werfen kann. Jeder Einwurf wie eine Ecke. Und da ist der nächste Versuch von Christoph Wegner. Ja, auf den, noch ist er nicht bereinigt. Kommen sie da zum... Ah, Bezug kann klären, somit Ballaufnahme von Losereit. Da scheint sich auch ein Spieler ein bisschen verletzt zu haben. Auf Bezuger Seite liegt im 5-Meter-Raum. Ja, Schiri ordert an. Schauen wir mal, ob er sich da schlimmer verletzt hat. Aber es scheint, ich glaube, er rappelt sich wieder auf. Jawohl, aber er muss ja den Platz verlassen. Er humpelt ein bisschen. Schauen wir mal, ob es weitergehen kann. Und nochmal, sorry, ich kann die Nummer, das ist doch ein bisschen nebliger. Kann ich nicht ganz erkennen, aber wir werden es ja gleich mitbekommen. Zumindest erstmal Ballbesitz für den TSV Bützow. Ja.
nicht. Da ist der Ball, Pizzo spielt ihn fairerweise rüber und somit erstmal wieder Aufbauspiel durch die Piraten mit Oberpirat Sebastian Rees. Geklärt wieder, die Bütze nach wie vor sehr wachsam, kaum ein Durchkommen für die Grünen. Hier ist ein weiter Ball wieder von, aber gestrecktes Bein und auch gepfiffen von Florian Strübing, den Chef im Ring hier, den Schiedsrichter aus Röbel. So, wieder Cavaglio. Ah, Einsatz, so kennt man Peter Wag, den Mann mit der Nummer 9. Der aufopferungsvoll seine Laufwege hier bestreitet. So, jetzt mal wieder die Bützower nach langer Zeit im Strafraum, in der Hälfte der Pampo, aber sie verlieren jetzt den Ball und ja, beide Mannschaften finden einfach im Augenblick nicht das Mittel, irgendwie konstruktiv einen Angriff nach vorne zu bringen. Entweder durch Fehlpässe oder eben auch gut durch gutes Zustellen von beiden Mannschaften wird immer wieder der Spielfluss unterbrochen. Jetzt mal wieder über Sönwold auf der rechten Seite. Jawohl, und da ist ein oder der nächste Eckball für den TSV Pützow. Und die Langkehle von hinten auf Pützower Seite gehen nach vorne. Und ja, schauen wir mal, welche Variante sie jetzt umsetzen werden. Ein kleiner Pulk an der Strafraumgrenze. Gleich werden sie ausfächern, jawohl, jetzt gehen sie scharf rein, wieder auf den 5-Meter-Raum und gefährlich, gefährlich. Aber abgepfiffen, abgepfiffen von Schiri Florian Strübing. Aha. So, weiter geht es mit der MSV Pampo. Wieder Tschetschenko auf der linken Seite. Aber auch dieser Ball verpufft. Somit Ballbesitz für Pützow. Ja, der Einwurf wird getätigt. So, weiter geht es. Und wieder Cavaglio. Cavaglio mit einem weiten Ball in den Strafraum. Oh, da ist keiner. Und Ronny Losereit zeigt an, nimmt den Ball auf und eröffnet das Spiel über Kevin Lokes. Ja, mit diesen hohen Bällen, da werden sie auch Schwierigkeiten haben. Sehr stabil die Abwehr der Bützower in dieser ersten Halbzeit. Jetzt wollten sie mal versuchen, schnell zu spielen über Wiesmann, aber auch dieser Ball kommt nicht an. Und ich bleibe dabei. Ein sehr umkämpftes Spiel im Mittelfeld. Sicherlich nicht schön, aber auf jeden Fall für beide Mannschaften erstmal effektiv. So, Cavaglio, aber gut geklärt von Enrico Greve. Lokes mit dem weiten Ball.
wie gesagt, zu viel Ballverluste. Und nochmal, ich bleibe dabei bei beiden Seiten. Viele Unterbrechungen, wie auch jetzt. Aber jetzt Pampo mal, spielt jetzt mal schnell. Nein, wird doch unterbrochen. So, wiederum eine faire Geste der Bitzauer. Heute geht es über Losereit und Sebastian Dreves. Was hier auf jeden Fall läuft, ist der Glühwein, was ich so sehe. Jetzt erstmal wieder die Pampo in der Hälfte der Bitzauer, aber auch. Ah, es sind auch wieder die nächste Unterbrechung, also. Nicht unbedingt schön anzusehen. So, das ist der Freistoß, jawohl. Aber ich sehe es auch nicht. Liegt er noch am Boden? Nein, er steht und. Aber es scheint weiter zu gehen, muss aber den Platz wohl verlassen, jawohl. Ich glaube, das ist auch Tschetschenko, aber. Weiter geht es jedenfalls mit Freistoß und das könnte eine Entfernung sein, na klar. Und da ist er auch, Sebastian Dreves, die Kanone aus Pampo. Und das ist eine gute Entfernung, für viele zu weit, aber nicht für ihn. Also wenn der aufs Tor kommt, ja, wir schauen mal jedenfalls. Er läuft an, knapp 8 Meter, leicht abgefälscht und jawohl, zumindest ein Eckball für den MSV Pampo. Ja, ich bleibe auch nochmal dabei. Also, das Spiel wird natürlich ein Tor gut tun und vielleicht durch diesen Standard jetzt der Piraten hier. Kommt scharf rein, aber der Torwart hält und da ist die erste Halbzeit vorbei und wir sehen uns in wenigen Minuten zur zweiten Halbzeit. So, und da sind wir zur zweiten Halbzeit und der Anstoß erfolgt auch. Ballbesitz für Pampo beim Stand von 0:0 und ja, Fazit erste Halbzeit, natürlich keine Feinkost für Zuschauer, aber vom taktischen her natürlich beide Mannschaften auf hohem Niveau für Banziger Verhältnisse, deswegen ist auch nicht viel passiert in dieser ersten Halbzeit. Aber wir schauen mal, wie es jetzt in dieser zweiten Halbzeit geht und ich bleibe dabei, ein Tor und wir sehen ein völlig anderes Spiel. Aber gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. So, jetzt die Pampo aber auch. Schwaches Anspiel. Und jetzt geht es weiter über Sünbold. Schneller Mann ist im Strafraum, an der Strafraumgrenze. Und. Ja, aber ich glaube, Schiri, jawohl, er lässt weiterlaufen. Wieder ein hoher Ball. Waag legt ab auf Dudjev. Dudjev kann den Ball nicht behaupten und somit erstmal ein Wurf für Pampo.
Ja, wie der Peter Wagner Ball. Flacher Ball, aber er kommt auch nicht an. Somit jetzt wieder Bitze und Ballbesitz. Mal sehen, ob sie jetzt mehr draus machen können, aber Carvalho verliert den Ball. Bisschen Leerlauf. Die Bütze war ein bisschen griffiger im Augenblick. Scharfe Eingabe abgewehrt. Wir Bütze noch. Der Ball ist noch warm und weiter geht es. Und jetzt müssen sie mal über zwei, drei Stationen auf den Ball. Jawohl, Schenko setzt sich gut durch. Als auf der linken Seite. Er zieht ihn auf den zweiten Posten. Etwas zu weit gezogen. Da erstmal auf jeden Fall. Die Zuschauer freuen sich erstmal über eine Offensivaktion ihrer Mannschaft. Oh, es bleibt beim 0:0 und. Oh, jetzt gehen sie hoch auf, jetzt gehen sie. Jawohl, erzwingen natürlich einen Einwurf. Das ist ein Foulspiel von Alan Dudiev. Scharfes Einsteigen, Freistoß, Bezug. Wir haben die Nummer 23, wurde gerade gefoult, Danny Cope. Auf der anderen Seite wedelt jemand mit seinen Armen, aber Peter Bach steht vorm Ball. Schiri unterbricht doch nochmal. Jetzt gibt er den Ball frei. Oh, zweimal, hey! Schiri, guck hin, wo der Ball ist. Und wieder Danny Cope. Versucht den Ball an die Linie zu bringen, aber der Einsatz beider Mannschaften stimmt. Jetzt Alarm Dudiev. Ein bisschen mit mehr Platz. Die rücken, jawohl, sie rücken nach, die Pampoer. Nimmt er das Tempo mit, jawohl, kriegt er auch die Eingabe rein. Die Chance auf der Grundlinie ist er. Aber Schiri Florian Strübing bleibt ganz gelassen. Gibt Abstoß für Bezo. Ja, und der Tipp, der von mir persönlich aufgestellt worden ist mit 3:3, ich glaube, das ist akut in Gefahr. Wir sind erstmal froh überhaupt, wenn ein Tor hier oder eine Mannschaft überhaupt. Und wir hoffen natürlich jetzt, das sei erlaubt. Auf Pampoer Seite fällt das Tor und weiter geht es mit Matthias Reis. Jawohl, und Ben kennt schöner Diagonalball. Geht in den Ball rein, ja, aber Christoph Wegner. Und wieder Wegner. Jetzt haben sie ein bisschen Platz. Sie müssen. Aber auch ein schlechter Pass. Ich wollte, dass er ihn nicht so in die Vorwärtsbewegung, aber er tankt sich durch, flach reingespielt. Noch und die Gefahr. Ein Schuss, abgefälscht. Und somit Eckball für den MSV Pampo. Mal Abschluss suchen, Digi. Ja, die Fans, die fordern jetzt auch, dass ein bisschen mehr Initiative jetzt wohl kommen soll von den Piraten. Und sie zeigen auch, dass sie gewillt sind hier, so wie es auch Trainer Stame gefordert hat, hier möglichst 3 Punkte mitzunehmen. Aber da müssen sie natürlich jetzt in dieser zweiten Halbzeit ein bisschen mehr investieren als in der ersten Halbzeit. Erstmal Eckball,
Eckball ausgeführt auf den Elfmeterpunkt, schön hochgestiegen, aber vielleicht die Möglichkeit mit einem Gewaltschuss. Und gute Möglichkeit für den MSV Pampo. Ich glaube, das war Kevin Lokes. Noch ist der Ball heiß. Ah, und der nächste Eckball. Vielleicht die erste. Nein, der Schiri gibt zum Unmut der Zuschauer hier einen Abstoß. Aber tolle Aktion, guter Schuss von Kevin Lokes. Und so kann eigentlich nur die Devise auch heißen, für die zweite Halbzeit hier ein bisschen mehr Druck zu entfachen hier. Und ich sage auch ganz einfach, ein bisschen mehr Risiko jetzt reinzugehen. Hier 0:0, beide Mannschaften, hilft das nicht unbedingt weiter. Greitstein, ich glaube, das ist die erste gelbe Karte, die richtige erste gelbe Karte, jawohl, da musste er. Und er konnte noch Jevchenko, glaube ich, war es. Gerade so, ne, Dudjev konnte er noch, klar, und jetzt kommt wieder Sebastian Drews, gar keine Frage, das ist seine Position. Und wenn er gut ausgeschlafen hat heute und er den Ball richtig trifft, dann könnte hier was möglich sein. Gute Entfernung, ich sage ganz einfach mal, 28 Meter vom Tor. Und Sebastian Drews hat es in der Vergangenheit gezeigt in seiner Karriere. Das ist seine Entfernung. Er stülpt sich auch die Stutzen zurecht. Also, passen Sie, bleiben Sie dran. Also, das könnte, jawohl, er hat wieder seine Schrittwahl genommen und... Wir schauen jetzt der Freistoß und ich hoffe, mich stört jetzt keiner. Jawohl, und da kommt der Freistoß gewaltig, aber leider in die Mauer. Somit bleibt es bei 0:0. Aber ich wiederhole mich, die Pampoer ein bisschen in der zweiten Halbzeit. Jetzt habe ich auch noch einen netten Gast neben mir. Die Pampoer ein bisschen agiler in dieser Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Aber dazu erstmal beim Einwurf. Ah, Lübke will den Freistoß, kriegt ihn auch. Der Kapitän mit der Nummer 27. Und weiter geht es. Und Cavallo am Ball. Das müsste eigentlich wieder Puskaler sein. Aber verzeihen Sie mir nochmal aus der Entfernung jetzt bei diesem leichten Nebel. Schwer zu erkennen, aber egal. Loser hat am Ball, hat Abstoß und Ballbesitz dafür für Pampau. Ja, Reich spielt auf Jevchenko. Setzt sich durch, kann er das als 1:1 lösen. Aber gleich um Kessel, gleich gepresst. Zwei Mann und... Aber da ist der Eckball, der nächste Eckball für den MSV Pampau. Guter Einsatz von Oleg Jevchenko. Oh, die sind nicht so gut. So, jetzt aufstehen, Mannes! Ein Eckball, so wie ich das sehe. Alan Dudjev. Ja, die Fans, die hoffen, dass hier irgendwas passiert. Und der nächste Stirnfried vor der Linse. Der Eckball wird ausgeführt. Jawohl, er gibt den Ball frei. Die Fans stehen auf. Sie hoffen auf diesen Standard. Das Erlösen 1:0. Für die Piraten, aber ich weiß jetzt auch nicht, warum. Der Ball jetzt, der Schiri... Hat wohl dort eine kleine Rangelei gesehen zwischen den Spielern. Und ganz klar, Drews. Tor! Matthias Reis. Tor! Da kommt er auf den zweiten Posten. Leichte Unstimmigkeit. Pampu bleibt am Ball, aber Einwurf. Ja, Einwurf für den MSV Pampu. Aufstehen! Es geht um was! Steh doch mal auf! Sogar Eckball, wenn ich das richtig sehe. Oh, der Nebel wird nicht der. Egal, doch Einwurf. Und na klar, Christoph Wegner. Und wir schauen mal,
flattert wieder rein in den 5-Meter-Raum, er läuft an, jawohl, da kommt er gewaltig, das ist eine Möglichkeit, aber ans Außennetz. Ah, viel Kraft investiert, aber gut, es bleibt beim 0:0 und Abstoß für TSV Pützow. So, ist da eine Einwechslung? Jawohl, das habe ich gar nicht so schnell mitbekommen. Jawohl, mit der Nummer 6 sehe ich gerade. Jawohl, Tommy Bladek ist ins Spiel gekommen. Und wer hat jetzt den Platz verlassen? Aber das werden wir dann nachher gleich herausfinden. Zumindest mit der Nummer 6 neu im Spiel, Tommy Bladek. 58. Spielminute, Aufwechslung beim TSV Pützow. Aus dem Spiel mit der Nummer 11 Mike Wiesmann. Aha. Und Spiel mit der Nummer 6 Tommy Bladek. Wie gesagt, also mit der Nummer 11 ist rausgegangen Mike Wiesmann. Neues Spiel Tommy Bladek. Und Tommy Bladek füllt hier die rechte Mittelfeldseite aus. Wenn nicht sogar hinten rechts in der Viererkette. Ah, will Helge Marquardt eventuell sogar jetzt den Laden ein bisschen dichter machen, obwohl Veranlassung dazu gab es eigentlich wenig. Wie gesagt, dieses Spiel nicht reich an Chancen, aber das haben wir eigentlich auch nicht so erwartet. Wir hoffen nochmal, ich bleibe dabei, auf das erste Tor für eine der beiden Mannschaften. Und dann sehen wir ein komplett anderes Spiel, aber erstmal Freistoß MSV Pampau. Ja, Wegner dirigiert, sicherlich auch einstudiert. Er bringt ihn auch die kurz auf den 11-Meter-Punkt, aber keine Gefahr für André Krüger, der mit einem schnellen Vorstoß bzw. Abstoß, aber beide Mannschaften nach wie vor wachsam. Ja, aber Ballgewinn jetzt für Pampo. Hätten wir alle gedacht, aber wieder verloren, beziehungsweise er zeigt an. Florian Strübing, was zeigt er an? Ballbesitz für TSV Pützow. Ich kann da gar nichts! Ich schnass dies! So, jetzt Spieleröffnung wieder über Matthias Reis und Sebastian Drees. Ja, die zündende Idee jetzt auf Pampower Seite. Na klar, das Risiko, was ich schon sagte. Gute Anfangsphase in der zweiten Halbzeit der Pampower. Sie müssen jetzt mal versuchen, dran zu bleiben. Auch dieses kleine gewisse Risiko, was immer da ist gegen diese Top-Truppe. Du, der setzt sich durch. Sünwold bekommt den Freistoß. Somit der nächste Angriff unterbunden und somit Freistoß für Pützow. Der neue Mann, Tommy Bladek, rutscht aus, aber ist ganz normal, ganz frisch im Spiel und Ballkontakte bzw. Bodenkontakt. Nach wie vor jetzt auch die Pützower sich ein bisschen gefangen, wieder neu eingestellt. Ja, genau.
Bringt den Pass nicht. Aber schön durchgesteckt kommt da Tschetschenko ran. Jawohl, er kommt ran und zieht ab an die Langpfosten. Aber oh, die erste, und jetzt sage ich, die erste Riesenchance für den MSV Bombo. Schöner Pass aus dem Mittelfeld. Und Tschetschenko auf den Langpfosten. Und wer ist da hin? Ich glaube, das war Pilotschuk. Erste, jawohl, Riesenmöglichkeit für den MSV Bombo. Das tut nur gut hier auch den Fans. Und so kann es weitergehen, aber Abstoß für den TSV Bützau. Finden die Pampoer das Rezept hier und diese gut stehende Defensive der Gäste hier auszuhebeln? Jawohl, guter Einsatz wieder von Oleg Tschetschenko. Und weiter geht's. So, nochmal Christoph Wegner jetzt beim gefährlichen Einwurf. Läuft an, zieht ihn rein auf den Fünfer, wie man das kennt. Die Verlängerung kommt, aber ja, kommt nicht in den Ball. Somit verpufft auch diese Gelegenheit. Somit Abstoß durch Krüger im Tor von Pizzo. So, jetzt vielleicht die nächste Möglichkeit. Die Eingabe kommt, aber geht ins Leere. Sünwol kann aufnehmen. Der ist schnell und er wird gefault. Jawohl, er wird gefault von Tschetschenko. Und ich glaube, er kriegt auch die gelbe Karte dafür. Er war von hinten das Einsteigen. Jawohl, er bekommt sie. Oleg Tschetschenko bekommt die nächste gelbe Karte beim Stand von 0:0. Aber er unterbricht, wird wiederholt. Nochmal Hannes Hojenski. Tja, und die Frage ist, das letzte Risiko, jedenfalls gegen die Pampa noch nicht. Weiter Ball und wieder Tschetschenko am Ball. Tschetschenko jetzt auf der linken Seite. Und er kann das. Schöne Eingabe am langen Posten steht er und es kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Egal wie. Und da die nächste gute Möglichkeit. Und wer war das wieder? Kevin Lux oder Enrico Greve? Ich kann das nicht erkennen, aber wir schauen mal. Aber so kann es aussehen für den MSV Pampo. Nächste Möglichkeit für den MSV Pampo. Aber Abstoß, TSV Pizzo. Machen sie mit dem Kurzpassspiel. Aber auch lange sind die Pützer nicht vom Tor gewesen. Kaum sage ich das. Jetzt sind sie wieder Söhnwöld auf der rechten Seite. Bringt die Hereingabe, aber die Hintermannschaft kann klären. Somit keine Gefahr. Und Einwurf MSV Pampo. Das Sahnehäubchen, das Tor. Ja.
So, jetzt bist du wieder mit einem flachen Schuss, aber Losreiz hat das alles im Griff. Abstoß. Durch Losreiz. Ballbesitz für Pampo. So, Dudjev am Ball. Kann er den Ball überhaupt? Nein, er kann ihn nicht bauen. Und jetzt müssen sie aufpassen, die Pampoer. Das geht blitzschnell jetzt. Aber gut geklärt. Durch Grewe, weiter geht es. Aber Einwurf, bitte. Ja, Peter Wag, setzt er sich durch, kann er abziehen? Nein, er wird nochmal geblockt. Aber Pampo bleibt im Ballbesitz. Ja, sie bleiben im Ballbesitz, müssen jetzt mal verlagern hier. Vielleicht ein bisschen schneller verlagern, aber wieder auf die gleiche Seite. Das ist ein bisschen zu statisch. Und diese doch stabile Abwehr hier auszuhebeln. Carvalho kann klären. Ah, das könnte gefährlich werden. Eine 3-1-3-3 Situation. Gut aufgepasst. Klasse gemacht. Und jetzt muss man dieser finale Pass kommen. Ah, da kommt die nächste gelbe Karte und der gefrustete Alan Dudjev. So, Freistoß für Bitzo. Ist das nicht klar, dass man sowas sagt? Das hat der Schiri hier zu bemängeln. Nicht ganz zu verstehen. Aha, hat nicht angeführt. Alles klar. Gut, weiter geht es mit Bitzo. Weiter Ball. Dudjev verliert den Ball. Guter Einsatz des Bützowers. Bladek mit einem weiten Ball. Sollte keine Gefahr sein. Gut geklärt. So, jetzt müssen sie mal den Ball wieder in den eigenen Reihen halten. Oh, ja. Schon wieder verloren. Und Matthias Reis jetzt. Matthias Reis hebt ihn schön, schippt ihn rein. Aber Peter Wag steht falsch, beziehungsweise unglücklich. Ja, gut mitgenommen jetzt mal. 2-2 Situation, aber jetzt sind sie 4-2. Ah, jetzt rückt. Ah, wieder unterbrochen, aber zumindest ein Freistoß für den MSV Pampo. Ja, da kommt die erste Einwechslung auf. 72. Spielminute, Auswechslung beim MSV Pampo. Wir bedanken uns bei unserer Nummer 9, Peter Wag. Ja.
haben Sie sicherlich gehört, dass Peter Wag vom Feld geht, der richtig geackert hat. Und wir schauen mal, wer als Speerspitze gekommen wird. Und neue Spieler mit der Nummer 20, Toni Lunte Holland. Sie haben es sicherlich gehört, Toni Holland kommt ins Spiel. So, da ist der Standard über diesen Drehs auf den zweiten Posten. Aber da steht keiner von den Grünen. Ja, guter Einsatz von Sünwold. Shevchenko. Ah, kriegt den Freistoß. Ja, wer ist denn da? Die beiden Innenverteidiger. Wer sonst auch? Aber einer geht garantiert rein. Sebastian Drees steht dort. Sprechen Sie sicherlich kurz ab. Jawohl. Und Matthias Reiß scheint in den Strafraum zu gehen. Jawohl. Und Mr. Freistoß auf Pampower Seite ist am Ball. Sebastian Drees. Und das zeichnet eigentlich die erste Halbserie aus. Über Standards bisher haben sie ihre Spiele gedreht, beziehungsweise er kommt rein auf den zweiten Posten. Auf den zweiten Posten die Möglichkeit noch ist der Ball heiß, aber es wird wieder abgepfiffen. Es scheint so, als wenn der Torhüter angegriffen worden wurde. Also zumindest Freistoß für Bezug. Mit dem MSV Pampo. Und jetzt bricht auch die zweite Hälfte der zweiten Halbzeit an. Also wir hoffen mal, jetzt geht's ans Eingemachte hier. Ah, Toni Holland. Aber die Bezauber können klären. 75. Spielminute, Aufwechslung bei TSV Gutzo, Außenspiel mit der Nummer 13, Leonardo Carvalho Pires und neues Spiel mit der Nummer 20, Marcel Pappenhagen. Ja, also der Spielgestalter Pires Carvalho ist draußen, sicherlich eingeschlagen, sicherlich auch nicht seine Temperatur, aber jetzt erstmal die Bützower sind an der Grundlinie. Kommt die Eingabe los rein und da könnte, oh Gott, und da ist das Tor gefallen. Das 1:0. Ich will nicht sagen, das ist eine Schuld von Loser. Nein, das ist keine Schuld. Er konnte aber nur kurz abklatschen. Entsetzen hier auch bei den Fans. Aus dem Nichts kommt hier das 1:0. Und ich kann Ihnen noch gar nicht sagen, den Torschützen. Aber die Bützower schießen hier das 1:0 in der 76. Minute. Und ja, ich bleibe dabei, aus dem Nichts, aber eiskalt, diese Chance. Sünwald gut an der Grundlinie durchgesetzt, die Hereingabe, und auf den Torschützen warte ich noch. Sicherlich auch für den Stadionsprecher schwer zu sehen, und jetzt bin ich auf die Reaktion gespannt. Der Pampower, die müssen hier ganz einfach nochmal jetzt zulegen hier. Und Matthias Reiß auch. Das ist eben die Stärke. Sie können warten, sie haben gewartet, lange nichts gesehen von den Bützowern, und dann eiskalt zum 0:1 abgeschlossen. Und jetzt und Abseitsposition angezeigt vom Linienrichter. So, jetzt haben sie knapp noch eine Viertelstunde Zeit. Viel Nachspielzeit wird es augenblicklich nicht geben dazu.
waren zu wenig Auszeiten. Erstmal Abstoß für Pizzo. Ja, und der Stadionsprecher hat auch seine Probleme. Wer war der Torschütze zum 0:1? Wir schauen mal. So, weiter geht es. Jetzt Dudjev. Na, schön gespielt jetzt wieder Oleg Tschetschenko. Schön gespielt. Jetzt Matthias Reis. Ja, er kriegt den Freischuss. War das ein Handspiel? Wie auch immer, er kriegt die gelbe Karte, der Bützower Spieler. Jawohl, er kriegt die gelbe Karte. Ja, Matthias Reis, der Kapitän, liegt noch am Boden. Er scheint sich ein bisschen mehr wehgetan zu haben. 77. Spielminute, der TSV Bützow wird mit 1:0 in Führung. Torschütze mit seiner neuen Felix Engert. Ja, da hat er wieder zugeschlagen. Felix Engert, der Torjäger, der Bützower und der kleine tumultartige Szenen. Erster am Mittelpunkt natürlich, Sebastian Drees sorgt für Ruhe. Ah, da gibt es mal die einzelnen Wortgefechte. Aber ist auch ganz klar, 0:1 liegen sie zurück und jetzt muss was kommen. Jetzt muss ganz einfach auch Emotionen rein ins Spiel. Matthias Reis humpelt aus dem Spielfeld. Den Spielern erstmal egal, irgendeiner muss alle über die Linie drücken und jetzt die Möglichkeit eben durch diesen Freischuss vielleicht. Ich glaube, er darf aber der Kapitän nicht aufs Spielfeld. Völlig regelkonform. Zumindest wird Sebastian Drees diesen Freistoß ausführen. Beim Stand von 0:1. 1:0 also für den Tabellenführer aus Bützow. Und ich wiederhole es auch gerne nochmal. TSV Bützow, der Aufsteiger, der bisher die Liga hier aufmischt. Oh, sollten sie hier gewinnen, alle Achtung, sie haben dann noch 2 Spiele gegen Güstrow, Prestigeduell, die hatten das eingangs schon gesagt und dann nochmal auswärts in Grimmen. Also sensationell jeweils die Hinrunde der Bützower und wir schauen auf den Freistoß Sebastian Drees, aber bei Matthias Reis geht es auch weiter, aber erstmal ohne ihn und da kommt er reingepfiffen. Ah, Krüger kann den Ball. Wollte ich gerade sagen, nein, war das Holland, egal. Kopfball geht übers Tor, somit bleibt es beim 1:0 für den TSV Bützow. Das ist der Garage. Ja, welche Alternativen hätte jetzt noch Trainer Ronny Staber? Sicherlich Patrick Bahl, den schnellen Mann. Holland ist schon im Spiel. Vielleicht auch Köller, sicherlich offensiv stark. Oder eben auch Rieling. Es gibt sicherlich noch die ein oder andere Option. Ja, hier ein Hinweis noch an die, und jetzt Presse, kommt die offizielle Zuschauerzahl am heutigen Spieltag wird präsentiert von Edeka Markt Lütke hier aus Pampo. Und wir bedanken uns bei 512 Zuschauern. Also herzlichen Dank dafür. Naja, dann war ich auch und habe richtig gelegen. 512 haben hier bei Temperaturen um die 0 Grad hierher in die Gartenweg-Arena gefunden. Und die wollen natürlich, zumindest die meisten davon, noch den Ausgleichstreffer, zumindest den Ausgleichstreffer sehen. Also, aber dazu muss jetzt einfach Pampo auch das Risiko eingehen, ob nun hier 2:0 oder. Ah, die Bezauber wieder sehen wollt. Sehr auffällig, der auch die Vorbereitung getätigt hat. Guter Ballgewinn von Wegner. Weiter geht es. Er lässt das Spiel weiterlaufen, wollte ich sagen. Nein, er unterbricht es. Freistoß, MSV Pampo. Soll das die erste Niederlage werden nach anderthalb Jahren hier für den MSV Pampo?
Oder die andere Frage, bleibt es bei der einzigen Niederlage in Gneuen von den Bezoern in diesem Jahr 2016? Du blindes Huhn! So, langsam legen sich die Emotionen der Betreuer, aber vom Bitze kommt nochmal, den hat er herbeigerufen, kommt. So, auf jeden Fall muss der Bützow-Innenverteidiger raus. Hat einen Eisbeutel an der Stirn. Die Fans können das nicht ganz verstehen, aber gehen wir mal davon aus. Ja, die Nummer 4 kommt wieder rein. Philipp Schönbrunn. So, weiter geht es. Und jetzt hier die Pampoa, aber ich sehe. Ja, sie kriegen auch diese zweiten Bälle nicht so richtig zu fassen. Die Pampoa. Aber sie versuchen sich jetzt festzusetzen. Und vielleicht die Möglichkeit jetzt, wenn er ihn durchsteckt, aber was für ein Pass. Da war mehr draus zu machen. Ballbesitz erstmal für Bütze und natürlich nochmal über den Sühnbold hier. Jetzt aber auf die linke Seite. Hand! Hand! Ja, wieder unterbrochen. Jetzt geht das natürlich. Gar keine Frage für beide Mannschaften. Die nächste gelbe Karte ist im Anmarsch. Verzeihen Sie mir nochmal, ich weiß jetzt nicht, die Nummer, egal. Nächste gelbe Karte für einen Bützower-Spieler. Man kann es nicht genau erkennen jetzt im Nebel, aber ist auch völlig egal jetzt. Geht eigentlich nur noch der Blick drauf. Schafft der MSV Pampo hier noch den Ausgleich oder kommt das entscheidende, der Knockout von den Bützowern? Und nochmal, da ist es Ihnen alle Male zuzutrauen. Über die schnellen Außen. Und da kommt die nächste Einwechslung bzw. Auswechslung. Ich glaube, das ist sogar Sportfreund Sebastian Sühnbold, aber wir verlassen uns mal ein bisschen auf den Stadionsprecher. Und es geht diesmal auch ein bisschen zügig. 85. Spielminute, Auswechslung bei der TSV Bützow. Außenspiel mit der Nummer 31 Sebastian Sühnbold und neues Spiel mit der Nummer 15. So, die Eingabe kommt rein, aber. Kommt auch nicht so richtig hinter den Ball. Ich habe das gar nicht mitbekommen, wer jetzt aber das ist auch egal. Was war es? Ein hochaufgeschossener Spieler. Klar, bei diesen Standards. Dein Sühnwelt ist auch noch im Spiel. So, und Krüger mit dem weiten Abschlag. Sühnwelt. Aber Loserheit kann aufnehmen und der, ja, wie auch der andere Torhüter, der wenig beschäftigt war in diesem Spiel. Aber er steht 1:0 für den Tabellenführer TSV Bützow. So, die nächste Angriffswelle. Jetzt vielleicht ein Drehschuss, aber von Toni Holland. Aber geht weit übers Tor, somit wiederum Abstoß für Bützow. Mal schauen, die letzten 4 Minuten ohne Nachspielzeit, was hier noch drin ist für die Pampoer. Ja, ein bisschen bitter, das erst das 5. Gegentor jetzt für die Pampoa, aber und dann gleich eine Niederlage, aber nochmal, es ist noch nicht beendet, da sind sie wieder im Strafraum, der Schuss wird abgefälscht. Ja,
Jonas. Oh, und da ist offen und kann da Matthias Reis auch klären. Aber Foulspiel von Lübcke, den Kapitän. Und ja, man hat gesehen, wenn er da sich da durchdenken kann. Aber nochmal, das ist nicht entscheidend. Jetzt in der Schlussphase müssen sie jetzt das Restrisiko ganz einfach gehen. Und wir schauen mal jetzt. Lux bringt den Ball in den Strafraum. Und da aus der zweiten Reihe eventuell. Aber Krüger kann den Ball aufnehmen. Somit wieder keine Gefahr. Und wiederum Abschlag für André Krüger im Tor. Der Bützer. Ah, Schiri pfeift Stürmerfoul. Und somit die nächste Möglichkeit, 3 Minuten noch knapp zu spielen. Los rein, nimmt sich jetzt den Ball, jawohl, und die langen Kerle gehen jetzt nach vorne, gar keine Frage. Weiter Ball an die Strafraumgrenze, er muss verlängert werden, kommt an die Grundlinie, kommt die Eingabe, nein, er wird abgedrängt. Der Ball verpufft auch wieder. Und das heißt Einwurf für Beto. So, weiter geht es. Die Pampua versucht natürlich nochmal irgendwie dort in die Strafraum reinzukommen, dass einer zum Abschluss kommt. Jetzt misst auch mal die Flanke, aber verstolpert den Ball auf der rechten Seite. Ich glaube. Noch schaut der Schiri auch nicht auf die Uhr, aber es müsste irgendwann die Hand heben. Pampo auf jeden Fall erstmal im Ballbesitz. Wieder Kevin los und er wird ihn sicherlich hoch reinbringen. Jawohl, er versuchte es. Jawohl, schön auf den Ölber, aber nochmal, sie stehen sehr gut in der Defensive. Und nochmal, sie machen eiskalt das Tor und da ist die nächste Konterchance. Mit den neu eingewechselten mit der Nummer 14, Robert Grabowski im 1-1. Nimmt das Tempo aber raus, spielt rüber und da könnten sie bis wieder zum Abschluss kommen. Aber Losereit klärt. Aber auf Kosten eines Eckballs. Somit auch wieder Zeit natürlich für die Bützower Mannschaft. Es wird jetzt immer enger für den MSV Pampo hier nochmal zurückzukommen, zurückzuschlagen. Ja, ist auch schön zu sehen jetzt. 3 bleiben vorne und auch viele Bützower. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gehen gar nicht in den Strafraum. Ja, warum auch? Ich sage ganz einfach, 90. Minute. Wenige Minuten und ich schaue einfach auf, wenn es mir schwerfällt, der Schiri weit weg im Nebel, Schwaner, ob er die Handball hebt, wie viele Minuten noch zu spielen sind. Aber die Zeit und es läuft eigentlich für den Tabellenführer beim Stand von 1-0 für die Bützower. Kostbare Zeit verrinnt. Wir schauen mal, ich bin gespannt jetzt auf die Nachspielzeit, aber ich glaube nicht, dass es mehr als 2 Minuten geben wird. Ja, hier noch ein Hinweis an alle Zuschauer. Unser nächstes Heimspiel hier, das MSV Pampo, findet statt bereits am 3.12. um 13 Uhr Anstoßzeit. Dann wird zu Gast sein der Torgelower FC Greif. Also am 3.12. hier 13 Uhr. Der MSV Pampo gegen den Ronny Loserei, der schickt alle nach vorne und jetzt vielleicht die letzte Möglichkeit, aber der Ball ist nicht richtig oder er hat ihn nicht richtig getroffen. Wir müssen jetzt an den Ball kommen, nein. Jetzt nochmal die Kontermöglichkeit für die Pützower, die auch jetzt mit 4 Mann in einer lässt sich zurückfallen. Oh, es wird immer enger und Schiri guckt jetzt auf die Uhr. Wir schauen mal, ob er den Arm hebt, obwohl, wenn er den erhebt, ich weiß nicht, wie viele Finger er hochzeigt. Aber noch macht er keine Anschalten. War denn 1-0 für den Tabellenführer, für den Gast aus Pützow. Ah, jetzt guckt er wieder auf die Uhr. Wir schauen mal. Noch ist der Ball heiß. Und er pfeift doch tatsächlich ab.
Der MSV Pampo verliert nach anderthalb Jahren mal wieder hier in der Gartenweg Arena mit 1-0 gegen clevere Bützower. Ja, und ich gebe auch Stimmfang. Bis gleich, euer SL-Sportteam. TSV Bützow mit 1-0. Wie schon erwähnt, nächste Heimspiel am 3.12. 13 Uhr, dann hier Anstoß gegen den Torgeler FC Greif. Ja, jetzt habe ich ja, den glücklichen Gewinner, den Kapitän vom Gewinner, vom Tabellenführer war TSV Bützow. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Toni Lübke. Ja, vielen Dank. Ne? Ja, Toni, hier, ihr habt heute die Pampo nach anderthalb Jahren mal wieder gezeigt, dass man auch verlieren kann. Aber erstmal Respekt über die Leistung und ja, sagen wir mal, zum Spiel war nicht ganz so einfach, aber hart umkämpft. Ja, die Bilanz gegen die Pampo war ja für uns nicht so gut in der Vergangenheit und ja, wir wussten, dass das heute hier ein sehr, sehr bissiges Spiel wird und das erwartete Kampfspiel. Die Platzbedingungen haben jetzt auch nicht so zugelassen, dass man jetzt so den guten Fußball spielen konnte. Ich glaube, es war jetzt auch nicht so die ansehnlichste Partie, aber wir haben uns reingebissen, ja, und dann glücklich das Tor gemacht. Im Endeffekt war es eigentlich ein unentschieden Spiel aus meiner Sicht, aber wir sind natürlich überglücklich, dass wir das hier gezogen haben heute, ne? Auf jeden Fall, also und nochmal Respekt, aber dieser Lauf ist ja schon nicht nur phänomenal, schon fast unheimlich. Als Aufsteiger, sag ich mal, ihr habt erst eine Niederlage in diese, gib mal ein Geheimnis. Hängt das mit der Mannschaft zusammen? Hängt das mit dem Trainer zusammen? Irgendwas muss doch, so ein Lauf, Wahnsinn. Ja, sensationell. Wie gesagt, wir haben eine sehr, sehr gute eingespielte Truppe, auch in der letzten Saison und ja, dass wir natürlich so gut in die Saison starten, da hätte keiner mitgerechnet. Wir wussten natürlich, dass wir eine geile Truppe sind und es hier den Gegner schwer machen können. Ja, jetzt genießen wir erstmal den Lauf und wollen natürlich, solange es geht, da oben bleiben. Genau, und dann wartet ja das nächste schöne, ich sag mal, ja, wie sagt man bei euch, ist das ein Derby? Ja, auch schönes Derby gegen die Güstrower, ne? Gegen die Güstrower, ja, die werden ja sicherlich auch ein bisschen zugucken, weil wir haben das Spiel ja aufgenommen, aber ihr wollt jetzt die beiden letzten Spiele auch noch reißen, ne? Ja, selbstverständlich, gerade Güstrow-Derby, das sind immer hitzige Duelle und ja, das wollen wir natürlich wieder ziehen, das Ding. Und natürlich auch das letzte Heimspiel gegen Grimm und dann wollen wir ungeschlagen in die Rückrunde gehen. Alles klar, dann wünsche ich euch eine angenehme Fahrt. Ich glaube, die wird ein bisschen feucht, fröhlich. Ja, das selbstverständlich. Ja, unser Brasilianer wird heute noch verabschiedet. Leo Pires. Ah ja. Alles Gute, Leo, nochmal kann ich hier mal ins Fernsehen sagen. Auch richtig rein. Er geht erstmal Brasilien. Geiler Typ. Unglaublich guter Fußballer. Mega Verlust, menschlich, also fußballerisch. Und ja, lassen wir jetzt ein bisschen die Korken noch knallen und dann geht er noch ab heute. Alles klar, in diesem Sinne dann. Gutes Duschen und ein schönes Bier noch. So, danke schön, auch rein. Danke. Ja, ein bisschen, muss ich mal so sagen, wir kennen uns auch ein bisschen, Christoph Wegner, ein bisschen enttäuscht, das sehe ich auf jeden Fall im Gesicht an. Christoph, sag mal, eigentlich haben alle gedacht wohl 0-0, aber am Ende habt ihr leider verloren, nach anderthalb Jahren mal wieder. Ganz große Enttäuschung, oder? Also jetzt direkt nach dem Spiel ist eigentlich, kann man eigentlich kaum dafür Worte finden, weil wir echt eine sehr, sehr leidenschaftliche Leistung gezeigt haben. Vom Kämpfen her, wir haben es spielerisch probiert, wir haben es mit den zweiten Bällen probiert, wir haben eigentlich alles probiert, was wir ausprobieren wollten, was der Trainer uns vorgegeben hat, das haben wir eigentlich sehr, sehr gut umgesetzt. Dementsprechend ist es halt umso bitterer, dass wir halt das Ding noch aus der Hand geben. Wie hast du denn eigentlich das Tor jetzt gesehen? Ich meine, das kam ja irgendwie aus, das war eine Einwechsel und irgendwie aus nichts, aber irgendwie die Zuordnung richtig da, ne? Also der Sübold irgendwie über rechts und... Also das war ein, so wie ich das gesehen habe, halt ein Diagonalball, ja, den wir halt eigentlich doppeln wollten, entweder mit dem Sechser oder halt mit dem offensiven Mittelfeldspieler, mit den Äußeren. Da wollten ja, wir eigentlich versuchen zu doppeln bei so einem diagonalen Bällen. Das haben wir in dem Moment einmal oder das zweite Mal oder dritte Mal, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall in dem Fall haben wir es halt nicht geschafft, den Außenspieler zu doppeln, sodass der einen Haken gemacht hat, reingeflankt hat oder flach scharf rein. Ronny konnte ihn nur nach vorne abreihen und da stand glücklicherweise von den Spieler und hat ihn über die Linie gedrückt, was halt sehr, sehr bitter war. Da haben wir einmal nicht richtig aufgepasst, einmal und dann liegst du halt in so einem Spitzenspiel zurück. So, und du hast es ja auch so ein bisschen schon erwähnt, die kleinen Unterschiede, sage ich mal, wenn man ein Spitzenspiel sagt und so ein kleiner Fehler wird eben knallhart bestraft. Aber ihr habt auch jetzt noch drei Spiele, also in diesem Jahr, und das ist auch ein straffes Programm, glaube ich, ne? Also, was habt ihr euch... Das ist gut, heute wird das erstmal, irgendwie muss man das ja verdauen, das wird auch unter der Woche, aber ihr wollt ja, bisher habt ihr eine gute Serie, also ihr wollt ja sicherlich die letzten drei Spiele nochmal Vollgas geben. Also ehrlich gesagt liegen uns Sonnenspiele lieber, wo wir halt nicht selber das Spiel machen müssen.
wo wir halt aus einer geordneten Defensive kommen, was wir auch heute geschafft haben, und dann halt schnell nach vorne spielen wollen. Und gerade Sonnenspiele, die jetzt auch noch kommen und das heutige Spiel mit eingenommen, da haben wir halt viel mehr Platz als in anderen Spielen gegen halt Leute oder Mannschaften, die halt im Tabellenkeller stehen. Und das liegt uns eigentlich mehr. Deswegen denke ich und bin ich eigentlich zuversichtlich, wenn wir diese Leistungen wie heute in den nächsten drei Partien, die noch sind, wieder abrufen können, dann denke ich mal, werden wir davon dreimal erfolgreich sein. Mal eine allerletzte Frage noch. War das oder ist das überhaupt im Hinterkopf, dass ihr anderthalb Jahre hier ungeschlagen wart? Oder gewesen seid? Also, war, ist das irgendwie im Hinterkopf gewesen? So? Absolut gar nicht. Gar nicht. Das hat uns keiner erzählt. Wir wussten, dass wir dieses Jahr noch ungeschlagen sind, aber dass es saisonübergreifend doch so Spiele waren, so viele Spiele waren, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Das war das letzte gegen, also ich hoffe, ich habe nichts falsch recherchiert. Das letzte war hier, aber da warst du noch nicht dabei, gegen Stralsund. Haben sie 3-2 mal verloren hier. Punktspiel, ne? Alles andere. Egal. Mach schon die Grüße an die Mannschaft. Wir gehen noch mal zur Pressekonferenz und es geht ja weiter und dann so startet die nächste Jahresserie. Positiv rausziehen. In diesem Sinne. Dankeschön, vielen Dank. Danke und es geht weiter. Jawohl. Wir möchten denn jetzt heute zur Spielanalyse kommen. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich für, im Namen des MSV Pankow für diese Kulisse bedanken. Das war ein Spitzenspiel würdig heute. Ja. Und ich mache natürlich nicht die Analyse, aber ich glaube, wir haben ein sehr interessantes Verbandsligaspiel gesehen, was dem Namen Spitzenspiel auch gerecht wird. Ich begrüße zu meiner Linken den Trainer vom TSV Bützow, den Helge Marquardt. Zu meiner Rechten natürlich den Ronny. Mir fällt es ganz ehrlich schwer. Ich habe ja auch so ein bisschen die grün-weiße Brille auf. Deswegen fangen wir gleich mit dir an, Helge. Deine Analyse zum Spiel, bitte. Ja, was soll ich sagen? Es gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft. Das ist, glaube ich, zusammengefasst das Fazit zu diesem Spiel. Bravo! Wir haben gewusst, was uns hier erwartet heute. Eine tolle Frankfurter Mannschaft, die nahezu über 90 Minuten lang das Spiel gemacht hat. Wir haben versucht, clever zu verteidigen. Das, denke ich, haben wir mit viel Emotion und viel Leidenschaft gemacht. Und ich glaube, daher rührt nachher auch irgendwo das Ergebnis. Ich wusste, dass wir irgendwann mal auch einen kleinen Punch setzen können nach vorne. Und auf den haben wir gewartet. Und ja, heute haben wir das Glück, das zu verdienen. Ja, danke, Luke. Ja, danke schön. Conny. Deine Worte. Ja, erstmal guten Abend. Wie sich's gehört, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ja, hammerhart, kann man das schon sagen. Hab lange nicht so ein richtig gutes Fußballspiel gesehen von meiner Mannschaft, muss man so deutlich sagen. Wie wir den Gegner haben. Einige Szenen auch dominiert haben. Gerade auch in der ersten Halbzeit, wo wir wussten, was auf uns wartet ist. Da sagen die 34 Tore, die Bütze geschossen hat, haben uns vorgenommen, sage ich mal, obwohl sie nicht so einfach ist, bei der Witterung auch trotzdem mit einem sauren und gepflegten Ball da vorne zu spielen, dass wir trotzdem versuchen wollen, auch den einen oder anderen diagonalen Ball einzustreuen, um gerade auch über unsere Außenposition zu kommen. Es hat zweimal ganz gut geklappt, wo wir auch gute Situationen hatten. Ja, hat uns so ein bisschen das Fortune gefehlt, eine Kopfballsituation, die auch erst halbzeit von der Linie nimmt, wo wir hätten schon 1-0 in Führung gehen können. Wir haben dann in der Halbzeit analysiert, dass wir weiter kompakt stehen müssen, dass wir geduldig bleiben müssen, dass es sicherlich schwierig werden wird, dass wir uns vielleicht auch nicht wie in manchen anderen Spielen viele Torchancen erarbeiten werden, aber dass die eine oder andere Situation kommen wird. Und auch in der zweiten Halbzeit haben wir ein, zwei richtig gute Möglichkeiten, wenn ich auch an den Distanzschuss von Sippel denke, den der auch über Linie entschärft. Ja, und dann passen wir leider einmal in der 80. nicht auf, wo er den diagonalen Ball spielt, Matzi 1-1 alleine geht, der den Ball in die Mitte reinspielt, Köst den noch abfälscht und in der Mitte natürlich nur die Insel gegenhalten muss. Das ist natürlich hammerhart, das ist Fußball, zählen die Tore meiner Mannschaft absolut, kein Vorwurf. Ganz im Gegenteil, Respekt, wie sie gekämpft hat, gefeitet hat, auch zum Schluss noch versucht hat, auf den Ausgleich zu gehen. Bravo. Und es fehlt uns ein bisschen was Glück. Ja. Habe ich trotzdem gesagt, dass wir auch aus dieser Partie gestärkt rausgehen wollen, weil wir wissen, dass wir sicherlich auch ein richtig schweres Programm haben zum Schluss, aber das wird uns absolut nicht umwerfen, ganz im Gegenteil. Die Mannschaft ist so gefestigt, sag mal, dass wir auch wieder aufstehen werden und hier im nächsten Samstag gegen Torgelow ein richtig gutes Heimspiel, wo wir auch absolut 3 Punkte holen
wollen, auch so wie es heute gewesen ist, um bei der Anschluss oben zu halten. Riesenkompliment an die Zuschauer, auch an die Fans. Danke an euch, wie ihr die Mannschaft unterstützt habt, auch versucht habt, sie nach vorne zu peitschen, gerade nach dem 0-1. Das wollte ich sagen, wir versprechen, dass wir gerade beim nächsten Heimspiel hier richtig Gas geben werden, um weiter oben in der Spitze zu bleiben. Vielen Dank. Ja, danke an die neuen Trainer. Ronny hat schon gesagt, am nächsten Wochenende sehen wir uns dann hoffentlich genauso wieder. Ich merke mir jetzt gerade die Reihenfolge hier. Gut. Um 13 Uhr fangen wir dann an gegen Torgelow. Bleibt mir nichts anderes zu sagen, dem TSV Bülzer eine gute Heimreise zu wünschen. Viel Erfolg weiterhin in der Liga. Und euch im Namen des MSV Pampo ein schönes Wochenende und einen schönen ersten Advent im Rahmen der Familie. Dankeschön. Danke.